Wir schauen uns in diesem Video die neue Winter Wildcard SBC zu Aouar genauer an. Lohnt sich diese Karte? Houssem Aouar spielt für Olympique Lyon in der französischen Liga, er hat nice 4 Sterne Skills und dazu 4 Sterne Weakfoot. Auch die Arbeitsraten mit Hochmittel sind ziemlich gut. Die Werte sehen insgesamt ziemlich ausgeglichen aus, er hat mit 86 ein gutes Tempo, das ist aber auch nicht überragend. Ziemlich gut sind dafür die Schusswerte, vor allem der Stellungsspielset mit 90. Dann kann er auch noch echt gut passen, vor allem Übersicht und kurzer Passen ziemlich gut. Richtig stark ist Aouar dafür bei den Dribbling-Werten, die sind alle knapp um die 90 rum und sehen echt ziemlich gut aus. Dazu kann er auch noch ein bisschen verteidigen, was die Karte wirklich sehr interessant macht, einzig die Grätsche könnte vielleicht besser sein. Die Ausdauer ist mit 85 okay, ein 8er könnte allerdings ein bisschen mehr haben. Die Stärke dürfte auch ein bisschen besser sein. Aouar hat zudem noch den Außenrissschuss, sowie den Finesse-Shot und den Flair-Trade. Wenn man Aouar auf der 8 spielen möchte, dann würden wir ihm auf jeden Fall einen Shadow geben, damit die Defensivstats noch mehr gepusht werden. Wenn du ihn nur offensiv spielst, dann kannst du ihm gut einen Hunter geben. Die Liga und vor allem die Nation ist natürlich top zum Verlinken. Zum Dembélé Numbers Up hat er einen Perfect Link, dann gibt es auch noch Karten wie Tchouaméni und Paqueta. Generell kannst du ihn aber gut mit anderen Franzosen verlinken. Für die SBC hast du noch 7 Tage Zeit, du musst 2 Teams abgeben, ein 84er Team mit einem Inform und ein 86er Team mit einem Inform. Das Ganze kostet so ungefähr 160.000. Neben der Karte bekommst du noch Packs mit ca. 18 Goldspielern. Eine ähnliche Karte ist Gravenberg in der Live-Version für rund 50.000, der sieht auch echt gut aus. Dann gibt es den neuen Fabinho für knapp 500.000, der ist aber auch echt überteuert, weil die Karte neu ist. Oder Son Inform für 140.000, der ist zwar linker Flügel, von den Offensivwerten her aber ähnlich. Wenn dir unsere kurzen Videos gefallen, kannst du sehr gerne ein Abo auf dem Channel dalassen. Eine ähnliche Karte aus der gleichen Liga kam heute als Objectives-Karte raus. Der ist auch nicht wirklich viel schlechter, das Video findest du in Infokarte, wenn es schon raus ist. Dann gibt es Claude Maurice für 36.000, der auch stabil ist, oder Savanier für 18.000, der ist aber schwächer. Es gibt allgemein sehr viele Franzosen, die ihm ähnlich sind, defensiv noch Tchouaméni, dann Kanté, zentral auch noch ein Nkunku mit mehreren Karten, offensiv dann auch noch Fekir, Griezmann, Benzema und noch ein paar weitere. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Die Werte von Aouar sind schon wirklich gut und damit ist er auch recht flexibel einsetzbar. Sein einziges Manko ist ein bisschen seine Ausdauer. Gegen die SBC spricht auf jeden Fall die große Auswahl an Alternativen. Wen wir euch wirklich empfehlen können, ist Claude Maurice, der sieht auch echt stark aus. Etwas stärker als Aouar, aber dann doch noch, weshalb er auch von uns ein kleines Machen bekommt. Die Werte sind für den Preis schon echt gut und wenn du den aktuell besten Franzosen auf der Position haben willst, dann kannst du die SBC machen. Was ist deine Meinung zu Aouar? Schreib uns das gerne in die Kommentare. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.